Und was meinst du zu dem Phänomen in Gold und Silber? Ja, mich verwundert nur, ich habe einen Kelch gefunden. Warum der da oben steht, das würde mich mal interessieren. Also oben am Mount Ja, warum Silver. er Fragezeichen heißt. Ja, weil man seinen Namen nicht kennt. Ist schon klar. Aber warum? Warum kennt man ihn nicht und warum steht er dann da? Und wer Warum ist steht er Heinrich da? Das ist auch Paul? meine Frage. Ich habe Spadnäher gefunden. Ah, okay, so ein bisschen aus wie Elektrik. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich höre schon wieder Lava, das gefällt mir nicht. Aber das ist Kohle. Ist der Spawner wieder abgebaut? Oh. Okay, das ist keine Lava. Nein, ich habe keine Spitzhacke mehr. Baum, 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 baum. Oh. Ich habe gerade Diamanten gefunden. Guck aber vor, ob da noch irgendwo Lava ist oder sowas. Jede Menge Diamanten. Ist keine Lava. Das heißt, die können wir abbauen. Also irgendwie hat mich das, nämlich Golbert hier ganz schön erschreckt. Erschreckt? Einfach so, ohne dich zu fragen. Das geht doch nicht. Echt? Das ist in Ordnung. Okay. So, also ich habe zumindest schon mal so viele Diamanten, dass ich einen Hammer bauen könnte. Och, dunkel. Dunkel. So. Mann, Alter, jetzt mache ich das Golbertier mit dem Fußstrahl fertig. Oh nein. Verwirrst du Ist mich so eine zum Pudding oder minderwertige wie? Attacke. Aha, okay. So, dann gucke ich mal, ob es stimmt, dass ich hier zum Haus rauskomme. Boah, ist das hier gut beleuchtet. Schon mal was von Hier Licht ist gehört. extrem viel Eisen. Ja, nimm das Eisen mit, wir können es gebrauchen. Ja, wie gesagt, keine Spitzhacke. Ach ja, da war ja was. Was machst du denn dann noch da unten? Wollte nur ein bisschen weiter gucken, ob hier Diamanten sind. Aha. Aber anscheinend nicht. Und jetzt brauchen wir ja sowieso keine Diamanten mehr. Aber Eisen. Wie viel Eisen hast du? Du musst es ja jetzt bisschen mehr haben, weil du meins auch noch abgehört Ich habe hast. 47 Eisenerz. Pack das mal in den Platz, fällt es mir nicht ein. Ich werde das gleich verarbeiten. Ich wollte das gleich verarbeiten. Ja schon, aber pack das zuerst in den. Nein, Mann, jetzt bin ich schon wieder bei Tacket, fuck. ich wollte, dass du das in den. Jetzt noch immer nicht ein. Ich glaub, irgendwas mit Q. Ja, nicht Query, Query ist ja Stein. Ja, ist jetzt egal. Also falsches Spiel, ja? Nein, verschimmert. Oder so. Ja, was ist denn das hier? Achso, ein Diamanthammer. So. Diamanthammer, yeah! Bitte mach diesmal keine privaten Dinge mit diesem Hammer. Zu spät. Verdammt. Diesen Hammer darf wieder keiner anfassen. So, ja, ist okay. Du bist aber ziemlich schnell. Kein Kommentar. Ich habe nicht angefangen. Ich auch nicht. Nein, auch nicht. Ja, deswegen ja. So. Jetzt nehmen wir doch mal ein bisschen Gammelfleisch hier und hauen uns das zwischen die Kiemen.
Schmeckt das heute aber wieder vergammelt. Oh, lecker. So. Jetzt kann ich mich an meine eigentliche Aufgabe hier machen. Nämlich, Alter, ein Zubehandler bis 6 Grad, mich auch nicht kriegen. Du hast meine Iron Discs noch, ne? Ja. Du kriegst sie wieder, wenn du mir ein paar Dustquelle machst. Ja. Ohne das eine kann ich das andere nicht machen. Ne? Ja, deswegen sage ich ja, du kriegst sie nur, wenn du mir die machst. Ja. Weil wenn ich es dann doch nicht mache. Was? Ich hab nicht gesagt. Was ist, wenn ich das dann doch nicht mache? Dann kick ich dich. Ach so. Und was machst du mit den Dust Balls? Pokémon fangen. Was sonst? Und, nein, ich meine, wozu sind die besonders gut? Ja, in der Nacht, wenn du da hast, der vierfache Fangrate. Aha. Vierfache vom normalen. Ich finde mir gerade meine Lids von den Dust Balls. Dum, 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 dum. Danke. So. Dann schmiede ich mal eben deine Dinger hier. Hast du auch noch meine Knöpfe? Nein, die hast du mir nie gegeben und die habe ich auch nicht angefasst. Ist auch besser so. Ja, genau. So würde ich das auch sagen. Keine schwarzen Aprikokos? Keine Ahnung. Das zackt ab. Da musst du mal welche besorgen. Während ich hier fröhlich vor mich hinschmiede. Wir haben nur gekochte schwarze Aprikokos. Und wir haben keine angepflanzt. Nein, das sehe ich keine. Also. Aber gib mir lieber ein paar Pokébälle mit, falls ich ein Bisasam oder ein Glumanda treffe. Du meinst ein Duskball, ja? Pokéball und Duskball ist doch dasselbe, Digga. Nein, das ist nicht dasselbe. Pokéball ist nur das normale Ding in Rot. Darum hat es ja auch einen anderen Namen. Nicht diskutieren, Vibe. Ich diskutiere nicht, ich bin nur ein Klugscheißer. Das ist für mich diskutieren. Nein, diskutieren ist, wenn beide Seiten diskutieren. Weißt du, was ein Klugscheißer von bei uns gerade mal passiert ist? Nope. Der hat gemeint, wenn man eben, also wir waren am Skatepark und der war eben auch da und er hat gemeint, man käme doch viel besser über Spine, das musst du dir so wie ein Dreieck vorstellen, wo du so drüber fahren kannst. Also so ein gebogenes Dreieck. Mhm. Der hat gemeint, man kommt besser drüber, desto mehr Schwung das man hat. Und 3, 2, 1, 2 Zähne gebrochen. Also 2 Zähne abgebrochen. So viel zum Klugscheißen. Na gut, deswegen bin ich ja auch gegen Sport und andere Tätigkeiten. Vielleicht bist du dann so wie der eine Typ auf dem South Park, der nicht ganz so schlimm. Auf gar keinen Fall. Okay. Ich meine, ich habe immerhin noch ein Real Life und sowas, ne? Nicht so wie der eine Typ aus South Park. Also eben. Ne, aber es gibt Sportarten, die ich auf jeden Fall meide. Zum Beispiel? Alles, wo ich mich mehr als 2 Zentimeter bewegen muss. Also Essen. Also Schach zum Beispiel ist in Ordnung. Essen ist keine Sportart. Außer man macht eine Sportart draus. Naja, Essen kann ja eine Sportart sein. Ja, aber ich esse eher Essen, so wie normale Menschen essen. Okay. Nein, doch, aber das haben nicht sie so ja schon ausgeführt. Nicht so im Stil so all you can eat und so, nee. All you can eat, die Fress-Challenges, kennst du nicht, nein, wie heißt das jetzt? Adam Sandler, Mann, Adam Richman, genau, Adam Richman, Nachschlag für Adam Richman, genau. Nee, sagt mir nix. Wenn man so Fress-Challenge ist, da hat einer so ein 6 Kilo Burrito verdrückt. WTF. Ja, das ist so. Alter. Mann, jetzt bin ich hier am verhungern. Ja, musst du mal was essen hier. Hey, ich habe ein neues Dorf gefunden, das ist noch nicht mal ausgeraubt. Oh mein Gott. Dann raub es aus.
Vernicht es. Mach ich brenne es nieder. Ja, oder so. Wenn ich ein Eisenerz darin finde, dann kann ich es niederbrennen. Für die Dust Balls brauchst du schwarze Aprikoko, ne? Ja. Aha. So, so. Hätte ich das. Ja, hier gibt's Essen. Singa! Wenn du das sagst, dann ist das so. So. Gerade jemand neben mir. Die Dorfbewohner sehen aus wie Macholos, oder? Ja, Macholos. Keine Ahnung. Ich habe schon lange keinen mehr gesehen. Ja, ich meine, jetzt bei mir sehen die aus wie Macholos. Ja. Egal. Ey, wo ist die Kiste näher? Ihr Penner. Ach ja, Schmieden ist schon was Feines, man muss nicht viel rumlaufen, einfach vom Amboss stehen und das Richtige immer machen und so. Ja, das ist auf jeden Fall Spannung pur für deine Zuschauer. Ah, das ist ja vollkommen irrelevant. Oder nicht? Das ist eigentlich dein stärkstes Pokémon mittlerweile. Mein Evoli, ach nee, mein... Wie heißt es? Fluffy. Level? 20. 21? Nein, 20. Ich sag mal nichts dazu. Ja, das, ich war ja auch immer nur auf Höhlentour und sowas. Ja. Du erinnerst dich? Und jetzt habe ich schon seit gut 10 Folgen oder sowas meinen Pokémon nicht mehr im Pokémon Center geheilt. Wir haben noch nicht mal 10 Folgen auf YouTube. Also ich habe schon 10 Folgen. Also noch nicht veröffentlicht, aber... Ich meine schon, aber veröffentlicht nicht. Also hast du theoretisch eine 10 Folgen nichts gemacht. Ja. Das kommt hin. Ja. Meine Zuschauer können es bestätigen. Ich habe die ganze Zeit nichts getan. Alibi. So könnte man es nennen. Ich habe gar keine Pokébälle dabei, falls ich jetzt einen Romander treffe. Ja, warum hast du auch nicht gewartet? Trinker bist. Da zurücklaufen. Meine Güte, ungeduldig, einfach auch schon weg. Der Pokémon mein. Da wären, Junge. So, sind jetzt mal ein paar Steinchen hier fertig. Ja, endlich. Jetzt kann ich auch wieder Knöppels herstellen. So. Zack. Dann kann ich hier ein paar Bälle herstellen. Zack. Wo ist es hier? Da ist es. Zack. Davon noch ein paar. Zack. So. So nach und nach kriegen wir schon alles hin hier. Ich höre irgendwen. Bist du das? Hast du gerade Schaden bekommen? Ich? Nein. Okay. Hat irgendwer andere Schaden bekommen? Gerade wieder hier hin. Ich brauche definitiv mal ein Pokémon, das fliegen kann. Okay. Ich komme hier immer durcheinander zwischen hin und her switchen, zwischen Hammer und dem Lid und furchtbar. Diese Konzentrationsschwäche hier. Und das so spät am Abend. Hammer's nicht. Ja, es ist jetzt 6:30 bei uns. Es ist schon spät am Abend für einige. Dann tust du mir leid, Kumpel. Also, ich habe nicht gesagt für mich. Ja, ist klar. Übrigens, ich muss noch meine... Ach, Kacke. Du musst noch deine... Ach, Kacke? Was musst du mit deiner... Ach, Kacke?
Ich muss noch meine Hausübung in der Tee machen. Aha. Ungefähr, warte mal, wir haben einen englischen Aufsatz. Ui. Machst du einfach 10 Nummern, weil ich krank war? Mhm. Oh nein, ich will nicht. Oh, ich bin morgen einfach nochmal krank. Du kannst doch nicht einfach nochmal krank machen. Du musst Prioritäten setzen, beziehungsweise Prioritäten. Ach, Schule ist wichtig, habe ich gehört. Da reden die uns ein, aber nächstes Jahr habe ich sowieso noch.